Nächster Redner, Robert Luger, Klubobmann des Teams Stronach. Also wenn man die Debatte und vor allem die Ereignisse der letzten Wochen sich anschaut, glaubt mir, die Vernunft ist abgeschafft. Jetzt hat heute mein Lieblingssozialist, der Herr Czarp, ja einige wahre Worte gesagt. Es war ja sehr, sehr mutig, dass er hier den Herrn Bundeskanzler so angegriffen hat, indem er gesagt hat, wir müssen schauen, wo die Verantwortung liegt. Ja, das stimmt, der Herr Bundeskanzler hat die Verantwortung. Er hat die Verantwortung dafür, dass wir sämtliche Gesetze, die wir haben, außer Kraft gesetzt haben, dass wir wieder jede Vernunft jeden ins Land lassen, ohne ihn zu kontrollieren, ohne zu überprüfen, ob er überhaupt Fluchtgründe vorweisen kann und ohne die geltenden Regeln in der EU einzuhalten, wofür wir jetzt auch verklagt werden. Und das müssen Sie sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, zuerst hat man die Regeln gebrochen und jetzt gibt es ein Vertragsverletzungsverfahren. Und da ist die Kritik vom Herrn Czarp natürlich absolut angebracht. Ja, der Herr Bundeskanzler ist verantwortlich für das, was passiert ist. Aber schauen wir etwas zurück. Schauen wir etwas zurück, warum der Herr Bundeskanzler hier dieses schuldhafte Verhalten an den Tag gelegt hat. Warum er das gemacht hat. Und das Ganze hat begonnen, als sich die Frau Merkel mit einigen Industrievertretern der deutschen Industrie zusammengesetzt hat. Und die ihr gesagt haben, wir brauchen mehr Arbeitskräfte. Wir haben ein Problem, spätestens in 5 Jahren gehen uns die qualifizierten Arbeitskräfte aus. Dann hat man erkannt oder hat geglaubt zu erkennen, dass unter den Flüchtlingen, unter den Syrischen ja top ausgebildete Kräfte sind. Und dann war flugs die Idee geboren, warum leiten wir diese Flüchtlingsströme, die ja jetzt nicht so weit ins Land reinkommen aufgrund der geltenden Regeln, nicht einfach nach Deutschland um. Denn unter den vielen syrischen Flüchtlingen gibt es sicher ein paar Perlen, die wir in der deutschen Industrie auch verwenden können. Es mag zwar sein, dass wir da Tausende importieren müssen, um dann vielleicht Hunderte anstellen zu können, aber da hat sich die Industrie ja ohnehin nie Gedanken darüber gemacht, dass der Rest dann im Sozialsystem hängen bleibt. Und deshalb ist man hergegangen, hat diese Einladung ausgesprochen, die ja bewusst gewählt wurde. Man hat nur den Fehler gemacht, nicht einmal den eigenen Koalitionspartner und die eigene Partei einzuweihen. Das hat man vergessen. Das ist auch der Grund, warum schon aus den eigenen Reihen Kritik kommt. Aber diese Einladung ist niemals widerrufen worden. Haben Sie das gewusst? Die Frau Merkel hat diese Einladung ausgesprochen. Alle, die kommen, bekommen Asyl, alle, die kommen, dürfen bleiben. Und seitdem ist diese Einladung nie widerrufen worden. Und diese Grenzkontrollen, die ja angeblich gemacht werden, haben nur den Sinn, dass man eben die Zuwanderung etwas bremst, um sie auch schneller und besser unterzubringen in Deutschland und schön zu verteilen, genauso wie wir hier verteilen wollen. Das ist ja das gleiche Prinzip. Das heißt, ohne zu wissen, ob die überhaupt bleiben können, verteilen wir sie auf ganz Österreich. Und ich sage Ihnen eins, das macht überhaupt keinen Sinn, hier zu verteilen. Was wir brauchen würden, sind Schutzzonen vor Ort. Dann brauchen wir in Österreich gar nicht verteilen. Denn was Sie machen, Sie verteilen Flüchtlinge, wo Sie nicht einmal wissen, ob sie überhaupt bleiben dürfen. Und das ist das Problem. Und es mag natürlich sein, dass der Herr Faymann hier das macht, was die Frau Merkel will und bei diesem Spiel mitmacht. Ich weiß ja nicht mal, ob er eingeweiht wurde. Ich weiß nur, dass er mitmacht. Vielleicht liegt es daran, die Frau Merkel hat einmal gesagt, natürlich hinter dem Rücken von Faymann hat sie gesagt, er kommt mit keiner Meinung rein und geht mit meiner Meinung raus. Vielleicht war es in diesem Fall auch so. Vielleicht hatte er gar keine Meinung dazu und hat einfach das gemacht, was die Frau Merkel wollte. Entscheidend ist, wir haben jetzt diesen Rechtsbruch am Tisch. Herr Faymann hat sich hier schuldig gemacht. Danke, Herr Czarp, dass Sie das angesprochen haben. Danke, dass Sie hier die Schuldigen, die wahren Schuldigen auch hier im Parlament und so mutig waren Sie heute angesprochen haben. Herr Faymann ist schuld an dieser Misere. Und deshalb muss er sich auch hier verantworten. Und er muss sich nicht nur in diesem Vertragsverletzungsverfahren verantworten gegenüber allen anderen, die Regeln einhalten wollen. Denn er hat ja alle Regeln gebrochen. Ob das die Dublin-Regeln waren, das Schengen-Abkommen, auch die Genfer Flüchtlingskonvention wurde mit Füßen getreten. All das hat Faymann gemacht. Und er muss sich nicht nur gegenüber jenen verantworten, die es ehrlich meinen und die auch Recht und Ordnung wollen in dieser Europäischen Union. Nein. Er muss sich auch gegenüber den 37.000 Obdachlosen in Österreich verantworten. Aber das sind keine Flüchtlinge. Das sind Menschen, die in Österreich in unserem Sozialsystem obdachlos wurden. 37.000 Menschen.
Und da gab es eine Situation, wo einer oder wenige von denen, die in Österreich obdachlos sind, um die sich überhaupt niemand kümmert, die kriegen nicht einmal die ausrangierten Zelte, wenn man es den Flüchtlingen nicht mehr zumuten kann, in Zelten zu leben. Nicht einmal die bekommen sie, um unter der Brücke das Zelt aufzustellen. Das ist leider eine Tatsache. Und da hat es eine Situation gegeben, wo so ein Flüchtling sich an diesen Ausspeisungen vergriffen hat. Und erst, wo die Zeitung das aufgegriffen hat, dass die Polizei verhindert hat, dass Flüchtlinge diese, also dass Obdachlose auch bei diesen Flüchtlingsausspeisungen auch Nahrung bekommen, erst dann haben die auch was bekommen. Und gegenüber jenen Menschen muss sich der Herr Faymann auch verantworten. Und da sprechen noch gar nicht von den 250.000 Menschen, die in Österreich nicht einmal heizen können, weil sie sich nicht leisten können. Und das ist ein Fakt. Und deshalb, ich will nicht die einen gegen die anderen ausspielen, überhaupt nicht. Alle, die Schutz brauchen, sollen Schutz haben. Aber wir haben in Österreich auch ganz, ganz viele Menschen, die Schutz brauchen. Und um die kümmert sich niemand. Auf der anderen Seite lassen wir Leute rein, von denen wir nichts wissen, weder ob sie Schutz brauchen, noch ob sie Schutz verdienen, noch ob es nicht Terroristen oder sonstige Kriegsverbrecher sind. Auch das wäre möglich. Auch das wurde schon angesprochen. Interessiert niemand. Von dem gesundheitlichen Aspekt gar nicht zu sprechen, wenn wir jetzt 5.000 Flüchtlingskinder 1:1 in den Schulen verteilen, die weder gegen Pocken noch Sonstiges geimpft sind. Was da noch alles auf uns zukommt, da will ich gar nicht drüber reden. Also das sind alles Dinge, wo wir die Vernunft wieder einschalten müssen. Wir müssen dieses Problem vernünftig angehen. Und was ich jetzt sehe, ist nicht vernünftig. Und vielen Dank, Herr Chubb, dass Sie das endlich einmal so angesprochen haben. Robert Luge, der Klubobmann des Teams Schronach, hat einen Schuldigen in der Flüchtlingskrise ausgemacht. Es vereint sich alles auf den Bundeskanzler, seiner Meinung nach.